Also hier sind wir schon mal falsch, hier ist eine Savanne. Das ist okay, wir schwimmen einfach im Ozean rum, bis wir... Oh. Apropos Savanne, das erinnert mich an so eine komische Aufgabe in der Geografiearbeit. Da war eine Aufgabe, nenne die großen fünf der Savanne. Die großen fünf der Savanne? Das war irgendwie ein Elefant, ein Löwe. Ich will nur kurz erwähnen, wenn euch dieses Video gefällt, bitte zerdrückt diesen Subscribe-Button so krass. Bitte. Teilt das Video mit euren Likes. Meine Frau hat mich verlassen, ich bin wirklich einsam. Aber dadurch kann ich mehr Minecraft-Videos machen. In der Tat, Bro. Hier ist so ein Pilzbiom. Shit, ich hätte mir eventuell die Koordinaten merken sollen. Warte mal, Moment. Ich glaube, ich weiß, was ich hier gefunden habe. Schwimm auf mich zu. Hat dein Boot geruckelt? Naja. Ach so, ein Magma-Block unter Wasser oder was? Genau. Ah, ja, hier. Oh, oh, schnell Gott. Weg, schnell. Oh nein, der Tintenfisch. Komm wieder her, Leon. Wir machen jetzt kein Wildwasser-Rafting. Was machst du, Leon? Ich dachte, wir gehen jetzt hier oben ins Bett. Ach, Schatzi, noch 5 Minuten. Viel Spaß mit der Spinne. Oh, shit. Die mach ich fertig, Bruder. Fuck. Ah, fuck, das ist Skelett. Soll ich dir helfen? Nein. Du hast noch nicht mal die Spinne ausgeschaltet. Ich bin unter Wasser. Hier kommt der MLG Pro. Mit deinem Steinschwert. Okay. Ja. Ja, ich hab die Spinne sauber ausgeschaltet. Geil. Sauber. Alter, der hat einen Bogen gedroppt. Hinter dir, Leon. Oh, was? Wo? Oh. Das mit der Spinne war eine Lüge. Schön. Ah, okay. Ich wollte... Was denn? Oh Gott. Du machst übrigens mehr Schaden, wenn du davor hüpfst. Das ist also cool. Also so eine Art Dropshots machen würdest. Lass mich das mal ausprobieren. Nein. Ja, das hat mehr Schaden gemacht. Cool. Okay, ab ins Bett, Leon. Ab ins Bett, Buddy. Ich baue einen Leuchtturm. Und die obere Sache ist so eine schwebende Glaskugel oder ein Rechteck. Eine schwebende Milchtüte. Eine schwebende Milchtüte, die mit Lava gefüllt ist. Weißt du, in Minecraft bin ich nur in einer Sache gut, wirklich. Und das ist Bauen. Weil ich ein kreativer junger Mann bin, der nicht weiß, wie man das Spiel richtig spielt. Und deswegen, wenn ich in Höhlen gehe, einfach komplett sofort sterbe. Deswegen kann ich nur bauen. Aber ich bin wenigstens okay im Bauen. Wie weit warst du denn schon mal an deinem längsten Minecraft-Run? Minecraft-Run? Erläutere. Na, ob du schon am Ende warst oder so? Oder? Nö. Halt, weißt du, das Ding ist halt, Minecraft alleine spielen ist wirklich langweilig. Ich hatte mal, damals als ich noch keinen Computer hatte, vor so einem paar Monaten, hatte ich eine Minecraft-Welt auf der PS4 und da habe ich alleine gespielt. Das war ganz nett und... Habe ich mitgekriegt, dass das echt lahm ist. Weißt du, so ist das manchmal. Manchmal merkt man einfach, dass Sachen lahm sind. Und dass manche Sachen lahmer sind. Oh Gott, das sollte eigentlich nur so ein dämlicher Witz sein, aber... Es wird langsam spät, mein Gutster. Ich habe hier unten kein Zeitgefühl in der Höhle. Ja, um auf das Thema zurückzukommen. Ich war... schon beim Ender Dragon, bei einer Minecraft-Mod, die das Spiel so ein bisschen schwerer macht, das war Life in the Woods. Mit mehr Hunger und mehr Ressourcen, glaube ich, so ein bisschen. Mehr Hungry. Und ich hatte mich da 2 oder 3 Mal beim Ender Dragon probiert, aber der hat mich immer sehr komisch weggeschlagen und ich war dann sehr schnell, sehr stark vergrault und dann hatte ich keine Lust mehr. Das ist eine Geschichte, die sich mit dir wiederholt, habe ich das Gefühl. Nur, dass ich diesmal enttäuscht sein werde wegen dir. Ja, ich bin eine Enttäuschung in diesem Spiel. Ich habe zwar immer die Ideen, aber ich weiß immer nicht, wie man das umsetzen soll, weil am Ende muss man irgendwie nur so Zäune verwenden oder irgendwelche Falltüren oder irgendwelchen anderen Schrutz. Schrutz. Weißt du, Minecraft ist das Spiel, wo man Sachen baut. Die Jungs, die das... Nur die Jungs, nicht die Mädchen. Die Leute, die diese Videos gucken werden. Die sehen nur große Ehrenmänner. Ihr seid die sehen wahre einfach, Veteranen. Was laberst du da für ein Bullshit? Was denn? Das stimmt doch. Ja,
definitiv alle Menschen, die sich diese Sachen hier anschauen, sind bestimmt sehr, sehr cool. Also, warum wird es in der Zeitung stehen? Was ich sagen will, ist, Leute, die sich das anschauen, sehen kein bisschen bauen. Die sehen einfach nur, wie du abbaust die ganze Zeit. Aber um fair zu sein, das Spiel heißt nicht es heißt nicht Buildcraft, es heißt Minecraft. Ich ziehe raus und suche Tiere. Soll ich ein paar Seerosenblätter, eine Seerose mitnehmen? Eine Seerose? Damit können wir Sachen sehen. Können wir übers Wasser gehen? Können wir das? Warte. Nee. Klar, was blöd. Also ein bisschen. So ein bisschen. Vielleicht irgendwie. Wie so ein Wasserläufer. Diese Spinnendinger, die nicht richtige Spinnen sind? Ja, die beißen. Beißen die? Nee. Ich frag mich gerade, was deren Lebensaufgabe eigentlich ist. Tod. Ja. Die sind ziemlich morbide. Wusstest du, dass Rosen Stacheln haben und keine Dornen? Okay, bist du bereit? Komm mal her. Warte, ich möchte noch den letzten Funfact verbreiten, dass die Geschichte dementsprechend nicht Dornröschen, sondern Stachelröschen heißen müsste. Humorvoll. Also, hier, schau dir die Scheiße an. Alter. Nee, mach ein anderes Bild. Ja, ich weiß, ich kann das nicht immer ändern, ich muss ja... Das beste Bild ist, glaube ich, das mit dem Obstkorb. Yo! Yeah. Lass uns das erstmal... Martial Arts. Lass uns das erstmal behalten für ein bisschen. Ja, das zerstört die vierte Wall. Oh, Donkey Kong. Oh. Ich mag das. Lass uns Donkey Kong behalten. Jo. Da können wir immer an den Klempner aus Italien denken. Luigi. Nein, lass es doch! Du Tap... Creeper. Nehmen wir das. Warte, bald, was war das? Nehmen wir das? Nein. Oh, das wäre cool. Ja, vor dem Sonnenuntergang noch einen anderen Sonnenuntergang. Ja. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das können wir uns über die... Warte, ich habe eine Idee, wo wir das finden können. Das hängen wir uns über unsere Biotonnen. Jetzt hängen wir uns hier hin. Hier, wie wär's damit? Das ist sehr einladend. Was ist das? Keiner weiß es. Aber schau dir mal diesen Balkon, ist der nicht hübsch? Hm. Dann möchte ich glatt. Yeah. Ja, lass einfach das stehen. Lass einfach das stehen, ich mag okay. Das ist unser Planschbecken. Können wir bitte für jede Funktion, die wir dann bauen, ein einzelnes Gebäude bauen? Dass wir zum Beispiel so ein Alchemieturm oder eine ranzige Schmiede bauen. Rudi, ja. Oder eine super teure, hochexklusive rote Beete Farm. Es gibt keine rote Beete in Minecraft. Es gibt rote Beete. Gibt es rote Beete in Minecraft? Ja, die gibt es nur in Bienenfeld. Hey, ich bin Hobbygärtner. Dulli. Oh. Ja, ja. Schön. Damit hätten wir auch geklärt, wann der erste verreckt. Okay, ich bin vom Haus gefallen. Oh, hier hinten sind Kühe. Mu. Ja. Oh, sogar zwei, wie passend. Wie nennen wir die Kühe? Ich nenne meine Bianca. Das hat sogar eine Hintergrundstory. Okay. Schön für dich. Danke. Ja, erzähl mal, was ist los mit Bianca? In Pokémon, in der zweiten Gen, gab's die dritte Arena-Leiterin mit ihr Normal-Pokémon und ihr spezifisches Pokémon, was sie so ausmacht, das war ein Miltang, eine Kuh. Und die Arena-Leiterin heißt Bianca. Nein, das finde ich eigentlich ganz nett, weil du Pokémon-Trainer bist. Ich hab das Stimmt. Ich hab. Warte, das ist nicht auf den Haufen Scheiße. Ich werde jetzt eine Farm aufbauen mit nur einer Kartoffel. Ich werde eine ganze Farm anfangen Geil. Mit nur einer Kartoffel. Ich hab auch noch eine Kartoffel. Was? Dann gib sie mir. Drei Kartoffeln. Dann gib sie mir, ich mach jetzt eine Farm. Aber Kartoffeln sind so unnötig, da entstehen giftige Kartoffeln. Kartoffeln sind die beste Nahrungsquelle in diesem Spiel. Naja. Brätst du die dann? Also backst du die oder? Kartoffeln. Kartoffeln. Man backt Kartoffel. Man haut sie in den Ofen, dann isst man sie und dann sind sie gut. Für wie lange? Für ein bisschen, es dauert nicht sehr lange. Aber vorher noch Hänsel und Gretel raus tun.
Ja, wir haben jetzt auch Milch. Können wir sinnlose Kuchen backen. Oh, scheiße, scheiße. Komm rein, komm rein. Ah. Oh, hier ist ein Creeper. Oh, man. Ah. Was? Als ob der hier reinkommt. Raus, raus, raus. Ah. Oh, ich hab's von der Ferne gesehen. Oh, nein. Oh, Mensch. Warum? Nein, der ist über die Werkbank reinge... Du machst das doch nicht. Das macht man doch nicht, Mensch. Oh, alle Tiere auf einmal. Das ist ein guter Use von AoE Damage. Der Creeper wusste, was er tut. Oh mein Gott, das war so mies. Es tut mir so leid. Ich sehe, guck mal hier, guck mal zu uns nach oben. Du siehst, wie ich einfach von hier sehen konnte. Ja, alles. Ich sehe es. Oh Mann. Ich hoffe, du hast die ganze Misere gesehen. Ich hab's alles gesehen. Es war sehr schlimm, sehr doof. Geil. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Popcorn übrig. Übrigens, ich sehe deinen Enderman. Was? Kann ich den von hier anschauen und dann. Oh nein. Da. Yep, das hat funktioniert. Oh nein. Oh, da ist er. Oh. Okay, ich versuche hochzukommen. Ich versuche ihn anzuschauen. Oh nein. Ich finde ihn bis jetzt immer noch gruselig wegen der Geräusche. Das war's. Lass uns zusammen machen. Oh. Hau mir die Fresse! Schlag mit dem Typ zusammen! Yeah! Das war's. Hat er. Ah, schade, hat nichts gedroppt. Ja, das passiert nicht allzu oft, mein Gutste. Ja, ich hab's geschafft. Oh, als ob da wieder ein Creeper wäre. Boah. Boah. Dreckstück. Boah. Oh, scheiße. So, jetzt hast du weggeschnitzelt. Weggeschnitzelt. Nein! Oh, puh. Das hast du nicht gehört. Ich hatte eine Explosion von der Ferne.